Heißen wir euch herzlich willkommen zu einer neuen Runde NPEG. Wir spielen weiter Tabletop Simulator mit dem Spiel Sheriff von Nottingham. Mit dabei sind der Schuller. Hallöle. Und der Jonas von Future Gaming. Hallo. Falls ihr wissen wollt, wie wir angefangen haben oder wie es momentan steht, müsst ihr die vorhergehende Folge anschauen. Könnt ihr auf jeden unserer drei Kanäle gerne machen. Und ja, wir spielen jetzt weiter mit der Runde. Und so. Jonas ist wieder dran als Sheriff. Jo, ich bin Sheriff, so. Jonas ist der Sheriff von Nottingham. Ja, von... Ich hab's was anderes verstanden, aber okay. Ja, von Nottingham. Sheriff von Nottingham. Kennst du den ja, nicht? Ja, Nottingham. Ja, ja, ich bin Sheriff, der... Ein Brötchen schmuggel ich. Ich hab zwei Apple. Okay, was zahlst du mir, dass ich deine Apple nicht kontrolliere? Zwei kannst du kriegen. Zwei? Ja gut, die zwei nehme ich. Nimm die Finger weg von meinem Geld. Ist ein Selbstbedienungsladen. Okay, was mit dir, Thompson? Ich kann dir nur einen anbieten, weil sonst kriege ich ja gar Geld. Ja, du hast aber eine rote Ware, da kannst du ein bisschen mehr rausschöpfen. Außerdem hast du... Vertrau mir doch einfach, dass das ist... Ich vertrau dir nicht. Ne. Vor allem, warum wolltest du gerade sagen, das ist ein grüner Apfel? Das ist kein Apfel. Keine Ahnung. Das ist kein Apfel. Es ist grünes Brot. Das ist grünes, ja. Brot. Hier, kannst das Geld haben, was Schulle mir gegeben hat. Irre. Ja, Schulle, du... Obwohl, ich kontrolliere Schulle auch nochmal. Obwohl ich Geld gekriegt habe. So. Hä? Hallo, einen will ich. Ein und einer geht wieder weg. Warum? Ich hab einfach null Kleingeld. Also Thompson ist der Kleingeldheld. So. Ich kann jetzt nicht mal mehr stapeln. Drück einfach G. Wieso? So und dann. Ah, so. Endlich stapelt er. 21 Münzen. Ja, Münzen. Okay, dann packe ich in meinen Sack. Ich muss ja noch nachziehen hier. Genau, das muss ich auch noch machen. Zwei Apple. Okay, ich packe einen Apfel rein. Alles klar, sind wir schon bei drei Äpfeln. Jetzt wird hier wieder eine mit einem Moon raus, bist du gespielt, oder was? So ungefähr, ja. Schulle, wir sind bis jetzt immer gut auseinandergekommen. Wir sind gute Geschäftspartner. Ja, du hast da aber schon sieben Apple liegen. Ja, und ja, deshalb kontrolliere ich dich auf jeden Fall. Na, ich zahl dir Geld. Ich zahl dir Geld. Ich zahl dir fünf. Fünf. Überlegst dir gut. Fünf. Oh, ne. Ich zahl noch mehr. Ja, nö. Oh Mann, Alter, das ist doch kacke. Ich bin Waffenhändler. Aha. Äpfel also, ja? Ja, hätte ich was anderes, dann hättest du mich nicht kontrolliert. Vielleicht nicht. Oh Mann, Alter. Nur weil ich Waffenhändler bin, Alter. Ich würde aufpassen, ich bin Waffenhändler. Ich habe Freunde beim mexikanischen Kartell. Na und seinen einen Apfel, den lassen wir mal durch. Wenn es ein Apfel ist. Natürlich. Wunderschöner Apfel. Verdammt. Alter, das ist einfach so. Einfach meine schöne Armbrüste. Nee. Made in Germany. Ich darf nochmal zwei neue ziehen. Krieg ich dafür eigentlich auch Kohle, dass ich die aufgetarnt habe? Nee, ne? Oder? Ja, doch, natürlich. Ah, ja, das stimmt, sorry. Aha. Vergessen. Wie viel denn überhaupt? Acht. Wuhuhuhu. Oh Mann, Alter, das war meine schöne Ware. Meine schöne Ware. Die schönsten Armbrüste, die du je gesehen hast. Hätte ich so viel Geld mitgekriegt, ich hätte 19 gekriegt. Nur egal. Gute, dass ja, ich war 18. Nicht mal rechnen kann ich. Aber wie soll's denn dann werden, also, wenn ich Abschlussprüfung schreibe? Waffenhändler tun wir hier nicht tolerieren. Ey. Echt? Okay. So. Aber was ist denn mit Käsehändlern? Ich habe da nämlich zwei von. Tja, ich auch. Was ist denn das für Käse? Guter holländischer Gouda? Mittelalt.
Mit der Hand? Keine Ahnung, der mit den Löchern. Der mit den Löchern. Naja. Meiner gute Qualität, made in Germany. Was hast du? Was schmuggelst du? Käse, hab ich doch gesagt. Made in Germany. Ach, du schmuggelst sogar richtig. Was? Ich lass euch beide mal gewähren. Ich bin mal so freundlich. Oh, du bist aber gnädig, nicht so wie der Schüler, der meinen Waffenhandel hier dich durcheinander bringt. Echt mal. Ich hab. Ich hab beide geschmuggelt. Ja, egal, müssen die roten Karten ja auch raus. Moment, das sind. Bro, das Moment, was ist das hier? Und nee, das ist okay. Einmal gnädig. Kriege ich, das heißt. Ja. 5. Also mit 1, Äpfel liege ich noch 2, vorne zum Glück. 3. Mit den Hähnen liege ich auch vorne. Mit Käse. So. Liege ich auch vorne. Ich liege mit allen Sachen vorne. Außer mit Äpfel. Ich krieg ja wieder Karten. Okay, ich pack in meinen Sack 2 Rote. Moment, ich hab noch gar nicht. Was hab ich denn jetzt hier überhaupt? Jetzt bin ich Sheriff wieder, ne? Ah ja, stimmt. Genau. Moment, was hab ich denn hier überhaupt? Völlig einen Überblick verloren. So, So, jetzt aber. Ich hätte ein Brot. Was hattest du nochmal, Thompson? 2 Brote. Also 3 Brote, ok. 2. Ja. Was zahlst du mir denn, Schulle? Nischt. Nichts? Okay, nischt. Dann wirst du auf jeden Fall kontrolliert. Also so geht's ja gar nicht. Dann zahle ich dir lieber 2. Na den? Ja, toll, ich muss es anders machen. Reicht nicht ganz, wa? Zack. Bisschen knapp bei Kasse. Ja, scheiße, das geht. Nee, gar nicht, warte, dann krieg ich ja noch einen. Hä, hey, wie machen wir das denn jetzt? Deinen Fünfer in dir Hand geben. Ja. Ah, jetzt tausche ich meinen gerade. 2, 3, 4, 5. Ja, danke. So, war das mit dir? Was zahlst du mir da oben? Ich kann dir nur 2 zahlen. Okay, nehm ich. Nehm ich. Ich nehm alles, was nicht bei 4 auf den Bäumen sitzt. Alles klar. Es war klar. Jawohl. Der Schwule hat, der weiß nicht, wie viel Geld der hat. Das weiß ich auch nicht. Der Schwule, der Schummel, der zieht sich bestimmt die ganze Zeit Geld von der Bank ab. Ja, na klar. Junge, der hat 14 Fünfer und 21er. Ja. Was ist das ja eigentlich? 50er. So. Hat ich nämlich vorhin geguckt, ob da vielleicht auch 10er bei sind, aber leider nicht. Gut, dann pack ich 3 Käse in meinen Sack. Guck dir wieder, wer hier mehr Käse hat, wow. Das kontrollierte mich, weil ich wieder die meisten Käse hab, what the fuck. Vielleicht. Was soll ich hier zahlen? Das weiß ich noch nicht. Naja, ich pack 2 Hähnchen rein. 2 schöne Hähnchenschenkel. Nee, das darfst du nicht gewähren lassen. Ich zahl dir Geld, dass du ihn kontrollierst. Wie viel sind denn das? Hier ist das nur einer? Zeig da ja, gar nicht an. Ein. Ich zahle dir Geld, dass du Thompson kontrollierst. Oha, jetzt kommt's. Was willst du? Ich höre Gebote. Ja, okay. Ich geb dir 2. Ich zahl dir 3, wenn du mich nicht kontrollierst. Oha. Ich zahl 4. Oha. 5. Ui. Ja, nee, da kann ich nicht mehr mitmachen. Obwohl, dann hat er safe rote Karten, der Affe. Nee. Wahrscheinlich. Der Hahn sind 8 wert. Stimmt, macht er immer noch positiv. Nee. Ja, okay, ja, dann gib die 4 die Schulle und dann kontrollierst du ihn halt nicht. Wieso 4? 5? 5, genau, hier. So, guck mal, okay, Schule. Und was zahlst du mir jetzt dafür, dass ich dich nicht kontrolliere? Du hast ja jetzt 5 gekriegt, ich hab den ja hochgehandelt, weißt du? Aber ich geb dir richtig auch noch Geld, wenn du möchtest. Was möchtest du denn haben? Dann
3 Käse. Ja. Lass mal 5 rüberwachsen. Du bist schon so rich. Kommen wir ein uns auf 4. Na, ausnahmsweise. Okay. Da. Ich hab dir ja auch geholfen, den da oben so hoch zu machen. Du hast, guck mal, du hast 9 in der Runde gemacht. Na. Als Sheriff. Das war klar, dass er rote Karte hat. Ui. 18, 16. Und ich krieg 9. Ach so. Hallo? Zehn, 15. Ups. 16. Ah, jetzt bin ich wieder Sheriff, ne? Nee. Nein, gar nicht wahr. Nee, ich bin Sheriff. Hatte ich schon weitergegeben. Okay, perfekt. Dann 2 Brett in meinen Sack. So, ich hab quasi 2 halbe Haaren. Also im Ganzen. 2 mal Chicken Nuggets? So ungefähr. Und was hast du? Ich hab 2 Brett. 2 Brett. 2 Brot. Ja. Und ein halbes Hähnchen. Na, zweimal wenn, zwei. Wenn du so willst, 2 halbe Hähnchen. Weil ein ganzer. Das genau. Ist es noch ein bisschen grün hier in den Ohren oder eher schon ein bisschen rot, das Hähnchen? Ich hab's gesagt, braun. Und vom Federkleid. Ja, aber also, was nach braun kommt, rote. Ja. Jonas, weil du mich ja so hoch gehandelt hast, weil du mich kontrollieren wolltest, lassen wolltest, kontrolliere ich dich jetzt. Geil, ich krieg Geld. Wow. Wow, 4 Stück. Ja, wow. Ja, lass mal rüber wachsen, die Kacke. Und Schulter, was gibst du mir dafür? Nichts. Also 2 würde ich schon nehmen, dass ich dich nicht kontrolliere. Ja, dann bringt mir. Ja, die kannst du haben. Okay, Schulter darf durch. Und der packt die roten Karten wieder aus. Na, den. Nö. Kann man gucken. Ja, steck dir die wieder in die Hand rein. Hast du dein Geld schon genommen, Schulle? Moment, nee. Stimmt. 1, 2, 3, 4. Stimmt ja. So, ich wieder. Beziehungsweise wir wieder. Steck in meine Tasche ein Körbchen mit Äpfel. Körbchen mit Äpfel. Hm? Das ist bestimmt wieder Äppelwoll. Oma, das ist Schule? Ich hab einen Leib Käse. Leib Käse? Was zahlst du denn für einen Leib Käse? Ich muss als Sheriff ja auch irgendwie auf mein Gehalt kommen, weißt du? Ein. Leib Käse ist 3 wert. Richtig, 1,5 gibt's aber nicht. Ja. Und bei 2 ist ja schon wieder mehr als die Hälfte. Ja, guck mal, ich bin ein armer Sheriff, weißt du? Ja, ich auch. Du bist kein Sheriff. Im Moment bin ich der Sheriff. Er ist armer Händler. Echt mal. Okay, Thompson, was zahlst du mir? Eigentlich, ich kann dir dafür nichts zahlen, weil die sind nichts wert, Äpfel. Natürlich. Du kannst mir ja 2 zahlen. Ja, aber so viel sind die gerade mal wert. Dann zahlst du mir 1. Ja, nee. Ja, doch. Lass mich doch einfach meine Äpfel. Okay, Schule. Ich glaube, genau so lief das früher ab. Bei 1. 1? Können wir nicht kommen, wir machen 2. Und wie viel habe ich davon? 2, 3.
Moment. 2, 9, 3. Ja, passt. Ne, jetzt habe ich noch. Na gut, da bin ich auch wieder. Na egal. Bei 11. Und wir müssen hier. Wir kommen doch auf unsere 2, oder, Thompson? Wir kommen nicht auf 2. Doch, warum nicht? Wir können doch mal eine Runde leer ausgehen. Entweder gibt mir die Bank 2 oder du gibst mir 2. So wird es hinauslaufen jetzt. Weil ich gebe dir kein Geld dafür. Ich habe nur 2 Äpfel drin. Also ja, ganz ehrlich. Äpfel. Ich habe nur 1 Apfel drin. Ja, ja, hier. Du hast die roten Karten. Ich kontrolliere dich. Schade. Sag's doch. Entweder du oder die Bank geben mir 2. Ja, yeah, das war ein schulles. Tja, aber zum Glück habe ich Schulle hochgehandelt. Das heißt, ich bin auf plus minus 0 ausgegangen. Bin ich auch sehr glücklich drüber. Schuller! Und Schuller hat einfach das Ding. Ich war mir irgendwie schon klar, warum. Ich dachte schon, what the fuck, warum geht Schuller denn hoch? Hätte ich richtig asozial sein müssen, hätte gesagt, nee, ich nehme das Geld nicht an und so kontrolliert dich. No. Ach, Moment, ich kriege ja noch hier ein so ein Dingen wieder. Na gut, dann tue ich jetzt mal ein Brötchen transportieren. Ich auch. Ab Brett. Mhm. Ab Brett. Schönes Weizenmischbrot habe ich. Ich habe Roggen. Nix mit Körner? Kein Schwarzbrot? Der ist aber langweilig. Schon ganz schön dunkel, ne? Also, das wird, glaube ich, ein bisschen illegal sein. Was? Nur weil ich einen roten Sack habe, heißt das nicht, dass... Ich wechsle die Farbe. So. Und du hast ziemlich blau. Na, komm, das schon blau hier an. Gucken wir mal einfach mal spontan Kontrolle. Aha. Oh, ein Waffenhändler! Waffenhändler! Die dritte Armbrust aus dem Verkehr gezogen. Strike! Die dritte Armbrust. Ich glaube, es gibt sogar nur 3. Ja, sauber. Einfach alle Waffen raus im Verkehr gezogen. Keine einzige Waffe wurde gehandelt. Boy. Das ist schon traurig. Kann man das auch nicht irgendwie automatisch stapeln quasi? Musst du markieren und dann mit G. Wenn die alle, wenn du alles in der Hand hast, musst du mit G dann machen. Mit G, okay. So, was machen wir denn mit ihm hier? Er sagt, er hat ein Brot da drin. Ja, ich bin armer Händler. Ich biete dir 2 dafür, dass du ihn kontrollierst. Was? 3? Ich gehe 3. Obwohl, ja, mach ich ja Minus, dann mach ich ja Plus, Minus, 0. Ja. Entscheiden Sie sich jetzt. Ja, dann machen wir die 3. Mhm. Naja, dann kontrolliere ich dich. Okay, dann mach. Ja, halt, falsche Taste. Aha! Der Pfeffer. Also kriegst du auch noch 2 von mir, weil du ihn kontrolliert hast. Ja, Harry, profitiert. Profit gemacht hier. Ja, ich bin ja auch. So. Was schmuggelt ihr denn heute? Ich schmuggel Moment, jetzt muss ich erstmal hier. A Kampfhahn. Und wird das F zum Umdrehen? Okay. Ich hab'n Abel. Ich hab'n Kampfhahn. Okay, Schulle, der Abel, ne? Jo. Ist der ein bisschen höherprozentig oder ist dann fest? Es ist ja fest oder flüssig? Ich glaube, der ist 40%. 40%. Noch ist auch fest. Später wird er vielleicht flüssig, aber das kann ich nicht beurteilen. Das ist bestimmt Apfelsaft. Der schmuggelt Apfelsaft. Apfelsaft mit 40%. Abelwoll. Auf jeden Fall sind Stückchen drin. Oh. Stückchen? Also, ganz ehrlich, ein Apfel ist immer fest. Da können keine Stückchen drin sein. Oh, doch. Ein großes Stück. Der ist aber Korbapfel. Ich vertraue in Schulle einfach mal. Und ich glaube, Jonas mit seinen Hahnkämpfer. Ey, lass mein... auch mal. Okay, lass meinen Hahnkampf in Ruhe. Du bist herzlich eingeladen. Okay. Ich habe wirklich einen Hahn. Und ist ein Appel. Wohl. Ach nee, ist auch doof. Alter. Schulle ist. Schulle wird das Game gewinnen. Oh, Thompson kommt aber auch krass an Geld ran. Im Moment. Nicht auf der Hand, Mensch. Ich hab'n Käse.
Käse. Ich habe doch gar nicht gezogen. Meine Kuh hat dann nicht mehr Milch gegeben, deswegen konnte ich nicht mehr wie einen Käse machen. Eieiei. Hat die denn irgendwie Blutungen gehabt, deine Kuh? Nee, die ist schon langsam alt. Ich brauche das Geld, dass man eine neue holen kann. Achso, okay. Dann kannst du mir bestimmt ja was abgeben von deinem Geld. Ich habe kein Geld. Ich brauche das Geld, dass man eine neue Kuh holen kann. Leibkäse ist 3 wert. Dann machen wir die Hälfte, sind 2, weil wir runden ja auf ab 5. Nein. Doch. Vertrau mir doch einfach. Dann gib mir Geld. Ich brauche das ganze Geld, dass ich mir eine neue Kuh kaufen kann. Junge, eine Kuh ist 2 Dollar wert. Jetzt gib mir 3. 1 Dollar. Achso. Nein! Guck mal, du gibst mir ein Silberstück, sag ich schon. Ja, genau, gib mir ein Silberstück. Nein. Also ganz ehrlich, wenn du dich hier krumm stellst, dann kontrolliere ich dich. Dann kontrolliere mich, dann kriege ich 2 von dir. Ja, das ist doof, ich weiß. Deswegen gib mir lieber Geld. Nee! Ich auch, Mann. Schulle, was hast du überhaupt in dein Körbchen? So. Ein Brot. Ein Brot, was zahlst du mir denn für dein Brot? Ich hab kein Geld. Du hast kein Geld. Ich nehm so ein 20er von dir. Wir können uns wieder auf einen einigen. Einigen, so. Nee, also dein Brot ist ja 3 wert. Richtig. Aber wie gesagt, 1,5 gibt's halt nicht. Ja, doch, absolut, hört man auf. Sind 2. Ach, er nur wieder. 2, 3, ja. 1 dazu. Naja, hier, komm, nimm hin. Hä? Hallo? 1, 2. Du bist safe wieder illegale Ware, aber ich lass dich passieren. Safe illegale Ware, also bitte. Ja, Junge, das sind. Ich wette um deine 220er. Was machen wir jetzt hier mit. Ach, Thompson, weißt du was? Geh verrotten mit deiner Kuh. Ich lass dich durch. Mit deiner illegalen Ware. Ja! Yeah. Siehst du? Ja. Ich wusste es, dass du wieder illegale Ware hast. Entschuldigung, ich wusste es. Eins, zwei, drei. Und ich hatte mal wieder legale Ware. Wie immer. Ich habe 2 Brot. In meine Tasche. Ich habe ein Hähnchen. Achso, ich bin ja hier in Dingenskirchen. Schon fertiges Hähnchen oder noch kampflustiges Hähnchen? Das ist schon zu Chicken McNuggets verarbeitet. Ah. Also, er sagt, er hat Brot, er sagt, er hat Hähnchen. Kann man gut kombinieren. Ach, wisst ihr was? Ihr dürft beide durch. Geil. Da bin ich mal nicht so. Ein roter Hahn. Mein Brot ist ein bisschen angebrannt. Ja. Was krieg ich? 8. Was krieg ich eigentlich? Ich krieg 12. Alter. 1. Nee. 20 gibt's, ne? Wie bitte? Ja, bin ich mir nicht sicher. Dann bekomme ich einen hiervon. Park, wieso hast du denn so viel Geld? Und er hat auch noch einen Kampfhahn. Nee, der hatte verloren, deswegen ist er jetzt Chicken McNugget. Alter, ich bin wieder ganz unten. Ich bin einfach ganz unten. So, erstmal getauscht hier. Geld. Ich hab ein Brot. Ich hab noch Brot. Die dicke Anna auf dem Gummiboot. Okay, ist das Schwarzbrot oder ist das ein schönes Weizenmischbrot? Dann ist ein gutes Meerkorn. Meerkorn? Jo. Aber ja, nicht mehr nicht viel drunter vorstellen. Da. Ja. Meerkorn halt, Weltmeisterbrot, keine Ahnung. Mit Görner oben drauf. Ja, ich lass dich mal durch mit deinen komischen Waren hier. Na, den. Und Jonas, was hast du? 2 Äpfelchen. 2 Äpfelchen. Zweimal Appleboy oder zweimal Apple? Zweimal Appleboy. Na, den Juden Appleboy, den lass ich einmal durch. Ja, der ist lecker, ne? Willst du noch einen Schluck haben?
später. Aber die müssen aber noch gepresst werden, zu Apple wohl. Alles gleich, dann lässt du uns ja durch. So. Ich krieg 4. Alter, ich glaube, mich kann keiner mehr mit den Äpfeln schlagen. Ich habe schon 9. Ah ne, ich bin jetzt erst dran. Der so. Sheriff. Ja, dann haut mal raus. Da habe ich mal eure Geschichte. Halt mal, ist drin. Ich muss erstmal Geld umdisponieren. Ich hab wieder einen Koppel. Ja, ich schließe mich mal diesen illegalen Hahnenkämpfen mit an. Ich tu mal mein Hähnchen dorthin bringen. Schulle, was zahlst du mir für deinen Hahnenkampf? 2. Mach mal 3. Nö. Wir wissen beide, dass es eine illegale Ware ist. Da kommst du noch gut aus dem Schneider mit 3. Nö. Du hast sowieso, guck mal, du hast 4 20er. Ganz ehrlich, du bist der Meister richtig. Mit dem Geld. Das ist ja. Vollkommen richtig. Das soll auch so bleiben. Darum halt 2. Mit deinem Hahn. Ja? Ne, ganz ehrlich, den kontrolliere ich jetzt. Na den. Ich weiß es. Hier, nimm die 2. Nehme ich auch. Ja, nimm sie. Und was hast du da oben? Auch einen Hahn? Ja, ich wollte zu dem gleichen Hahn in den Kampf wie der Schuller. Ja, was zahlst du mir? Weil ich werde dich so oder so kontrollieren. Maximal 2. Mehr kann ich noch nicht zahlen. Dann kontrolliere ich dich. Du darfst nämlich keinen Hahn kriegen. Ja, dich muss dir. Gib mir mal 3. Ich hoffe, das macht mehr Profit, euch die Sachen wegzunehmen. Das wird's ja. Damit ich mit meinen 4 Hähnchen bleibe. Wenn du uns aber die ganze Zeit Geld gibst, ne? Ja und? 2 Brot. Ich bin mit einem Brot dabei. Brot gegen ein Brot. Mein Brot abhaben, dann Schuller. Egal. So, 2 Brote gegen ein Brot. Tja, ich weiß, worauf es denn aufläuft, aber ist ja wieder unfair. Was ist da unfair? Nichts. Ach, wisst ihr was? Drauf geschissen, ich hab ja die Kohle. Kontrollieren wir beide. Aha. Aha. Guck einer an. Nimm dir dein Geld. Nehm ich. Mit Freuden. So, achso, die hat er schon, okay. So, ich hab auch wieder ein Brot. Ein Brot. Was? Leise rieselt der Schnee. Was hast du? Jonas? 2 Käse aus guter Produktion aus Deutschland. Made in Germany. 2 Käse. Mhm. Made in Germany. Mhm. Beste Qualität. Okay. Was bietest du mir dafür, dass ich dich durchlass? Gar nichts. Bin arm. Du bist geizig. Das ist alles. Nee, ja? Ich bin arm. Ich bin wirklich der Ärmste im Moment. Wenn es ein Käse wäre, würde ich es dir sogar glauben, aber bei 2 kannst du mir wenigstens 2 anbieten. Nein, kann ich nicht. Dann kriegst du ja noch genug Plus. Nein, ich brauche das Geld.
Ja, ich auch. Ich bin arm. Ja, wenn wir... Meine Kuh. Dann deckst du halt auf und dann Schulden, dann krieg ich halt 4 von dir. Also krieg ich 2 und du kriegst 6. Gen. Also hast du auch 4. Ja, aber ich nehme dann 2 von dir weg, weißt du? Und du kriegst sogar noch 2 Käse auf deinen 8 Käsehaufen. Ja, aber ganz ehrlich, ihr holt mich sowieso nicht mehr. Ihr habt 2 Käse, ganz ehrlich. Deswegen gebe ich dir kein Geld, weil das macht keinen Sinn. Das heißt, dann nehme ich lieber 4 von dir weg. Das heißt, du bist 4 ärmer, als dass ich 6 reicher werde. Tja, jetzt guckst du dumm aus der Wäsche. Jetzt weißt du gar nicht mehr, was du machen sollst. Jetzt habe ich dich mathematisch überwältigt, ne? Nicht wirklich, aber egal. Schade. Hätte ja klappen können. Nee, also wie gesagt... Ja, also dann kontrollier und ich krieg 4. Ich kann mir ja schon mal bereit machen, mir die 4 zu nehmen. Okay. Ups, ja, ich den 20er nehme ich auch mal mit. Das wird's da. Und Schuller, was bietest du mir? Die obligatorischen 2. Die nehme ich. Das ist dabei. Das ist prima. Darf's durch. Juhu. Ja, hä? Zwei. Und 3. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute wieder. Mhm. Und würden dann an dieser Stelle beim nächsten Mal weitermachen. Wir hoffen natürlich, ihr hattet Spaß dabei. Mhm. Und ja, dann geht's das nächste Mal weiter mit Tabletop Simulator. Und dann werden wir aussehen, wer gewonnen hat, wer nicht. Schaut gerne bei den anderen in den anderen Kanälen vorbei. Die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen... Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.